So. Wähle eine Karte. Der hat Blätter und Augen. Aber wir können nicht so viel fragen. Versuchen wir es mal hier mit der Zweier. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Sehr schön. Mal sehen. Hast du vielleicht auch noch die andere? Ich bin mal die Karte, Risiko. Die hast du bestimmt. Jawohl. Und ein Quartett. Quartett. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. Gut, jetzt spiele ich mal die Kleeblätter, würde ich sagen. Fangen wir mal mit der goldenen Mitte an. Aha. Kleeblatt 3 hat er gehabt. Hat er auch die 4? Die Karte, die hast du bestimmt. Nee, die hat er nicht. Schade. Ach, verflixt. Verflixt und zugenäht. Karte aufnehmen. Oh, Kleeblatt 2 haben wir. Gegner fragt nach Karte. Eichel 2. Karte aufnehmen. Der will Eichel 2 haben, dann hat er bestimmt die anderen Eicheln. Die Eichel 1 hat er bestimmt. Die Karte, die hast du bestimmt. Nee. Ja, das war Absicht. Verdammt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Oh, die Augen. Gegner fragt nach Karte. Eichel 1 haben wir auch nicht. Karte aufnehmen. So, wir wissen ja, dass er die Augen hat, die Augen wollte. Der hat bestimmt die Eichel 4, nehme ich an. Oder die Eichel 2. Der Eichel 2? Die Karte, die hast du bestimmt. Hat er die uns schon geklaut? Sehr schön. Mal sehen. So, die Augen nehme ich an, hat er komplett fast. Fragen wir mal. Die Karte hast du ganz bestimmt. Auge 3. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte ich frage jetzt mal die Augen durch, weil ich nehme an, dass der die komplett hat. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Ja. Mal sehen, welche Karte. Und dann fragen wir mal noch nach dem letzten Auge. Die 1er. Karte hast du ganz bestimmt. Haha. So macht man das. Quartett. Mit dem die Augen abgeluchst. Mal sehen, welche Karte du da hast. Gut, Haselnuss. Da hat er vielleicht auch die 4, wenn er die 1 haben will. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. So, Kleeblatt hat er nicht gehabt. Steine hat er, glaube ich, die Nummer... Hat er 2? Probieren wir es mal. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Ach, was für ein Glück wir doch haben. Schon wieder ein Quartett. Jawohl. Mal sehen, welche Karte so, was, du da hast. Was, mit was fahren wir jetzt fort? Ich würde sagen, mit diesen Zeichen nehmen wir mal die 3. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nee, die hat er nicht. Ja, das war Absicht. Gut, auch mal ein Klogriff muss sein. Ach, die Eicheln haben wir jetzt auch komplett. Schon wieder ein Quartett. Gegner an der Reihe. Aber wir müssen doch schon fast gewonnen haben. Nächstes Mal. Ja, die Blätter 3 wollte er. Blätter 3. Wähle eine Karte. Moment, jetzt frage ich mal, der hat schon Karten aufnehmen müssen, ob er jetzt das Kleeblatt 4 hat. Bestimmt. Das hätte nee, verdammt. Ich wissen können. Karte aufnehmen. Kleeblatt hat er nicht gehabt. Gegner an der Reihe. Gegner fragt so, nach Karte. So, jetzt wieder Baum 3 haben. Ist leider futsch. Gegner fragt nach Karte. Baum 2, verdammt. Oh, wusstest du das nur? Jetzt macht er uns nackig hier. Gegner fragt nach Karte. Baum 4, ja toll. Gegner Quartett. Ja, ich hab's gewusst. So, was Gegner will er jetzt haben? Karte. Ach, Blatt 4, 3 haben wir nicht. Karte aufnehmen. Gegnerquartett. Gegnerquartett. Spiel vorbei. Ja, und wir haben gewonnen. Sehr schön. Pa, pa, meine Zwergwurzel machen. Pa, pa, pa. Der ist ja aggressiv. So, haben wir drin auch irgendwo Tautropfen. Die will ich mal noch sammeln. Können wir da auch raus? Oh oh. Das ist privat. Die sind ja immer noch da. Hey, das ist raus. Raus aus dem Garten. Naja. Dann gehen wir mal vorne raus. So, haben wir hier noch irgendwo Wassertropfen, Tautropfen. Uns fehlen ja nur 2. Das ist ja ärgerlich. Ärgerlich. Da können wir nichts machen. Haben wir hier drin vielleicht noch einen Tautropfen? Ich glaube nicht, dass die drin sind, oder? Na nun, wer ist denn das da? Verdächtige Gestalt. Der Grund hier muss arbeiten. Doch. Er tut es nicht. Manchmal braucht man Hilfe von jemandem mit dem Sinn fürs Wesentliche. Wir können den Wildwurm
Fuchs. Stoppen. Okay. Eins in geregelte Bahnen lenken. Wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Uhu. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Auf jeden Fall. Uhu. Wir bereiten schon das Wipfel, auch wenn dieser... Euer es jede Sekunde. Wie oft sie das auch... Es macht doch keinen Sinn für uns. Jerry, ich habe gesehen, wie ihr in unser Gemälde gesprungen seid. Uhu. Und du hast gut auf meine Nichte aufgepasst. Vielleicht hat Jonathan recht. Vielleicht weiß er mehr über diese Dinge als ich. So, können wir mit Jonathan nochmal reden? Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Ja, wie du gut. Du siehst, junger Mann. Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. Gut, ist das da oben ein Tautropfen? Nee, ne? Da oben liegt für ein Aus... Ach so, viel da oben. Ach so, das habe ich schon. So, wir gehen mal wieder raus hier. Hier können wir auch nichts machen. Was mit diesen merkwürdigen Gestalten ist, weiß ich leider nicht. Da blicke ich überhaupt nicht durch hier. Was wir mit denen machen können. Da ist wieder Kirchenmaus und Junior. Von denen will ich jetzt mal auch nichts. Die bauen hier noch fleißig alle und ich sehe keinen Tautropfen. Deshalb gehe ich mal hier hinten rum. Zwei Tautropfen, das darf doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Wegen zwei Tautropfen machen wir uns hier kirre. Haben wir hier vielleicht irgendwo was? Oben auf dem Haus ist nichts, da ist nichts. Manchmal sind die nämlich so klein, dass man die kaum sieht. Scheint aber auch keiner zu sein. Ich gehe mal hier hinten rum. Ich finde mir da noch den ein oder anderen Tautropfen. Ja, ich glaube es auch nicht. Ich sehe da zumindest nichts leuchten irgendwo. Blinzeln, sonst was. Hier ist leider auch keiner mehr, oder? Hier könnte es theoretisch noch Tautropfen geben irgendwo. Da ist so eine Statue wieder. Aber Tautropfen sehe ich hier mal gar keinen. Lalalala. Da haben wir die Puppe, da ist das Ding. Da hat man halt alles im Überblick. Aber keine Tautropfen. Kann man nicht auch hier runter gehen? Zur Vorderseite? Ah, genau, da kommen wir ja hier hin. So, was das mit diesem Stein auf sich hat oder sonst was, das blickt auch keiner durch. Gehen wir mal da nach unten. Ach, da kommen wir da hier hin. Merkwürdig. Nee, dann gehen wir doch wieder da lang. Weg zurück zur Radiostation. Ja, warum nicht? So. Tautropfen, da oben hatten wir schon gesucht und gefunden. Da haben wir nichts gefunden. Hier können wir nochmal reingehen und schauen. Vielleicht haben wir hier noch einen Tautropfen übersehen. Aber ich glaube es eigentlich nicht, fast. Wellesumpf 103.5. So, jetzt sehe ich auch nichts, leider. Haben wir hier noch irgendwo einen Tautropfen?
Gehen wir hier nach unten, Jerry. Jeremias Haselnuss. Das ist ja keine, oder? Dann den Weizen. Nee. Man sieht halt hier auch kaum was. Der Vogelscheuche wird bestimmt auch keiner sein. Nee, hier sehe ich nirgendwo einen Tautropfen. Da auch nicht. Weg durchs Gras. Gehen wir da nochmal lang. Hier sehe ich auch keinen Tautropfen mehr. Das gibt's doch nicht. Können wir auch nicht durch den Baum durch? Ich glaube nicht, ne? Nee. Wir können nirgendwo mal hin und des Dingens suchen. Hm. Ach, naja, gut. Haben wir hier noch was drin? Nee, ne? Dann können wir ja auch einen Weg über die Baumwurzel. Café. Das Baumstammcafé. Was mit diesen Kartenspielen auf sich hat, also alle durchgehen, weiß ich jetzt auch nicht, ob uns das was bringt. Wir könnten ja nochmal in das Magierhäuschen reingehen. Hier. Vielleicht finden wir hier doch noch einen Tautropfen oder so. Weiß ich auch nicht. Doch, da oben ist einer. Geil. Noch so ein Tropfen. Es fehlt uns hier noch einer. Ganz genau, wie ich es mag. Komm schon, das kannst du nicht sein. Ein Tropfen. Ein vermaledeiter Tropfen fehlt uns noch. Zufällig hier irgendwo zu finden. Ich bin schon. Ach, jetzt können wir uns hier hinhauen. Nein, ich wollte doch nicht schlafen. Ich will doch nicht, dass es Nacht wird. Ich will doch nur diese Tautropfen finden. Hängematte, schlafen. Ich bin schon. So, nochmal schlafen, Jerry. So, haben wir hier noch irgendwo einen Tautropfen? Ich glaub's nicht, ne? Ich sehe hier keinen mehr. So, hier sehe ich genauso keinen mehr. Hämmer werkeln jeden Tag. Hämmer werkeln jeden Tag. Ganz genau wie ich es mag. Ja, so ähnlich. Hat die mir das auch vorgestellt. So, ich kann mir doch vorstellen, dass es hier irgendwo noch einen Tautropfen gibt, oder nicht? Täusche ich mich denn da so? Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss es noch welche geben. Einen einzigen. Muss es irgendwo noch geben. Ich weiß nicht, wo wir den finden sollen. Ich bin da ziemlich überfragt. Vielleicht bei Kirchenmaus und Junior hinten. Ich aber auch leicht bezweifle. Hier ist die Umgebung relativ dunkel, hier würde man schnell einen Tautropfen sehen. Nee, hier kann keiner sein. Er muss irgendwo außerhalb von Mauswald sein. Hier sehe ich aber auch nichts. Was wie ein Tautropfen aussehen könnte. Steinerner Weg, da vermute ich nicht, dass der da oben ist. Hier? Nee, oder? Das würde man glitzern sehen. Ein vermaledeiter Tautropfen. Wer hätte gedacht, dass ein Tautropfen das so schwer... Wieso kann ich jetzt... Achso, ich gehe den falschen Weg, immer lang. Ich will hier hin. Ein einziger vermaledeiter Tautropfen. Ein schnell dahin. Nein, hier ist keiner. Hier könnte theoretisch auch noch irgendwo einer liegen. Aber wenn, dann nur sehr, sehr schwer ersichtlich. Das ist ja alles Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Das ist Schnee. Da kommen wir zu dem Baum. Da habe ich eigentlich nichts verloren. Gehen wir mal da nach hinten. Ach. Da geht man. Das wird kein Tautropfen sein hier. Nee.
Tautropfen. Vielleicht hinterm Haus der Zwerge. Könnte ich mir vorstellen, dass hier noch irgendwo einer liegt. Irgendwo. Der Wind, aber sie sind's. Nee, hier haben wir auch keinen. Da hängt ja unser Gabelzweig. Aber auf den Sonnenblumen ist auch kein Tautropfen, wie ich sehe, oder? Der Wind, aber sie. Ich sehe hier keinen. Schade, hier wäre auch einer gut versteckt gewesen. Ah, da ist nix. Das hier am Flaschenboden ist ja keiner, denn hier hatten wir ja schon einen aufgesammelt. Nee. Hier sind wir auch falsch, nehme ich an. Ich habe echt keine Peilung, wo der andere Tautropfen sein soll. Oben hatten wir theoretisch auch schon alles. Einen Tautropfen gefunden. Und da hinten, dahinter kommen wir nicht hin. Und wir sehen auch nichts hier dahinter, ob irgendwo sich ein Tautropfen dahinter verbirgt. Nee. Das gibt's da nicht. Und zurück in die Portale kann man nicht, ne? Ich nehme an, die Tautropfen, die verstecken sich nur hier in der normalen Welt halt. Toll. Wir haben noch so viele ungelöste Aufgaben und ich weiß nicht, womit wir hier fortfahren sollen. Mit diesen Tautropfen würde ich gerne fortfahren, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und was diese Karten, diese komischen Kreaturen da machen, weiß ich auch nicht. Gute Frage. Was machen wir da jetzt? Ich möchte ja eigentlich die ganzen Tautropfen haben, aber ich weiß nicht mal, wo die sind. Ach ja. Hier drüben. Tautropfen. Ich weiß nicht, ich würde da einfach mal auf Feedback von euch warten. Oder wir finden demnächst noch was hier, aber ich sehe hier wirklich keinen einzigen Tautropfen mehr und ich weiß nicht, was wir mit diesen Bonussammlungen hier machen können, mit diesen ganzen Erfolgen. Warum wir die nicht so viel Tau überall, guck mal, einer fehlt uns. Sammeln alle Erfolge der Fährtensuche-Reihe. Dann der Entdeckerreihe. Ah, hier haben wir zwei Baumläufer. Lerne alle Zauber. Ja, das kommt bestimmt. Lass die von Kobold nicht aus der Ruhe bringen. Wie kann man das machen? Sag den Bewohnern vom Mauswald auf Wiedersehen. Diese Kreaturen haben nichts im Mauswald verloren. Kopfgeldjäger. Breche den Bann des Zar auf. Finde sie alle. Stickersammler. Ah, der Waldschrat kennt viele Geschichten. Ja, ich würde sagen, ich mache erstmal eine Aufnahmepause und beim nächsten Mal gehen wir mit frischen Gedanken ans Werk wieder ran. Wenn es heißt Let's Play The Night of the Rabbit. Bis dahin macht es gut und macht euch noch einen schönen Tag. Euer Keturio. Ciao.